Minute. Das dauert natürlich eine Weile, bis die Masse in Bewegung ist. Das ist so ähnlich wie bei den großen Hubschraubern, das dauert ja dann auch immer ganz geraume Zeit und hier im Vergleich ähnlich. So wie schon gesagt, der Ronny wird hier keine spektakulären Flugmanöver durchführen, sondern er wird sicherlich ein Schwebeflug uns zeigen und dann werden wir mal schauen, was er noch so tun möchte. Also ein gestarteter, ein gelungener Start, eine Standstürme wie aus einem FF. Hier vom Rennen geteilt. Wichtig wäre vielleicht noch der Heckrotor fällt mit ca. 2300 Umdrehung und wie vorhin erwähnt, der Hauptrotor mit 735 Umdrehung. Das Modell ist ein wunderschönes Zählermodell. Wenn dann der Zähler wieder am Boden steht, sollte man sich doch einmal das Cockpit anschauen. Das ist selbstverständlich nur vom Feinsten verbaut und wird sicherlich dem Original sehr, sehr nahe kommen. Sind ja gar nicht. So einige vorsichtige Bewegung. Wie gesagt, schon von mir im Szenebereich werden keine Kunstflugstrukturen gezeigt. Dies entspricht letztendlich auch nicht der Naturbildgetreue, denn das Original ist auch nicht in der Lage, zum Beispiel Lubing oder ähnliches zu fliegen. Der Hubschrauber, die